Das war das eine so, jetzt, was ich noch gucken wollte. Genau, nee. Jetzt haben wir aber eigentlich... Ich weiß jetzt gar nicht. Hat jetzt noch irgendwas hier in diesem Schloss großartig gefehlt? Überlegt mal. Überlegt mal mit. Denkt gefälligst mal mit nach, Leute. Los, ich brauche Hilfe. Ansonsten war hier doch eigentlich nichts mehr, oder? Eigentlich nicht. Eigentlich. Ich könnte noch mal... Mich irritiert gerade, dass der eine Raum dort oben grau unterlegt ist. Dort, wo ich halt den Übergang habe zu dem... Also von diesem Schloss zum... von diesem Schloss zum umgekehrten Schloss. Wir gehen da jetzt noch mal diesen Weg und kommen damit gleichzeitig noch mal an dem, ja, Quartier von Dracula vorbei. Und vielleicht tut sich da jetzt irgendwas. Kannst du da umständen? Man weiß es nicht genau. Ansonsten, wenn das nicht der Fall sein sollte, werde ich jetzt nicht drumherum kommen im umgekehrten Schloss. Also zuerst mal, ich brauche irgendwo eine Stoppuhr, damit ich im umgekehrten Schloss den einen Durchgang im Obenraum halt freilegen kann. Und zum anderen muss ich mir dann irgendwas überlegen, weil irgendwas fehlt dann ja gewissermaßen. Irgendwie muss ich im Uhrenraum ja irgendwas freilegen können. Vielleicht, weil ich jetzt alle Dracula-Gegenstände, Relikte habe oder so, dass ich da jetzt irgendwas aufmachen kann? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Na gut. Wir gehen jetzt erstmal der Reihe nachgucken, ne? So. Lalalala. Ich bin gerade ein bisschen Hochstimmung. Wow. Ich weiß nicht, ob mir die Fledermaus mit weißen Flügeln gefällt. Vielleicht hätte ich es ein bisschen gräulicher machen können. Aber so richtig knallweiß ist irgendwie auch... Weiß nicht. Ja. Ich meine, schwarzen Umhang brauchen wir nicht machen, weil das ist der normale Alucard-Umhang. Also da habe ich keine Lust drauf. So weiß finde ich eigentlich ganz schnieke. Passt doch zu seinen Haaren. Ja. Der Hering, der achtet total auf so kleine modische Feinheiten. Ja. Fragt dem Hering doch einfach, wenn ihr irgendwie nicht wisst, was ihr so als nächstes anziehen sollt. Oh ja. Er gibt euch gerne kleinere Modetipps, in der Tat. Ha-da-da-da-da. Ja. Irgendwie so. Gut. So. Gehen wir jetzt mal wieder den normalen Weg. Halt, nein. Ach, das ist eigentlich Latte. War hier... Nee. Eine Stoppuhr oder so? Wo gibt's denn als nächstes eine Stoppuhr? So, das war der Thronsaal von Dracula. Hier ist jetzt nichts mehr. Stattdessen... Müsste... Aha! Weil ich nicht gesprungen war. Deswegen war das noch grau unterlegt. Interessant. So. Aber. Ja. Aber. Ich wollte gerade sagen. Wie komme ich jetzt wieder in das umgekehrte Schloss? Verdammt nochmal. Ich habe mich ausgesperrt. Ah, schlecht. Moment. Ich muss dahin. Ich muss doch wieder Richtung Kolosseum. Das muss ich, ja. Wie gesagt, ich will den einen versteckten Gang jetzt noch finden, der mir ja bei den Olrox Quarters irgendwo abhanden gekommen ist. Und, ja gut, wenn ich das hab, dann wie gesagt irgendwo eine Stoppuhr suchen und dann... Ne? Ja, ich... Ich glaube, ich brauche meine Pläne nicht 2 Dutzend Mal wiederholen. Auch wenn ich es gerne mache, ja. Alles nochmal schön feinsäuberlich erklären, damit auch die Zuschauer, die hier nicht die ganze Zeit irgendwie auf dem Bildschirm gucken, die auch die ganze Zeit wissen, was ich hier irgendwie so einigermaßen mache. Ja. Ich finde das ja irgendwie wichtig. So. Schnups. Ist ja auch immer so eine Sache, wie man ein Let's Play versteht, ne? Ich bin ja allgemein eigentlich auch immer der Auffassung gewesen, dass so ein Let's Play, ein gutes Let's Play sollte eigentlich auch ohne, fast ohne Bild funktionieren. So ein bisschen. Es klingt total Panne, weil im Allgemeinen guckt man sich ein Let's Play ja schon irgendwie so an, wenn einem das Spiel gefällt, ne? Und ist ja eigentlich auch richtig so. Aber... Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass bei manchen Leuten, die machen aus ihrem Let's Play einfach so eine gute Show. Das macht auch einfach so Spaß, wenn man einfach nur zuhört. Und das ist für mich fast so ein bisschen Radioersatz, muss ich fast so sagen. Das war dumm. Das war, ja. Ich sollte nicht denken, dass ich übermächtig bin, jetzt nur weil ich ein weißes Cape habe. Also irgendwas
Der Hering, der Hering. Wenn der Hering irgendwie nur Quatsch macht. So. Schnups. 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 Ja. 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 Ist schon okay. Ja, ja. Ja, ist schon okay. Ist schon okay. Ja, ja, ja. Jetzt auf den letzten Metern verhaue ich es mir nochmal gänzlich. Nee. Ich will jetzt erstmal hier oben speichern. Ja, ja. Ich will nochmal speichern und dann gucken wir uns nochmal an, weil wir jetzt das beim komischen Bibliothekar gemacht haben und so, ob das jetzt nochmal irgendwas an Prozentpunkten gebracht hat. Ich bin total geil auf Prozente. So ein bisschen. Aber das sieht doch jeder anders, ja. Also, von wegen Let's Play und bla. Ich meine, es gibt auch genug Leute, und das ist in dem Sinne wahrscheinlich auch nicht so richtig verkehrt, die dann auch wirklich ein bisschen, die es gut finden natürlich, wenn der Let's Player 198,1%, die es gut finden, wenn der Let's Player natürlich einigermaßen unterhaltsam ist, aber die zum anderen dann doch eher wegen den Spielen zugucken und dann eben einfach nur wissen wollen, wie hat der Spieler, oder wie löst der Spieler die und die Situation in dem Spiel und... Ja, das ist dann für die schon ein bisschen wichtiger, als jetzt tatsächlich der Person dabei zuzuhören, wie sie, keine Ahnung, ihren Tag so, ihren Vormittag so gestaltet hat. Irgendwas in der Art. Das ist ja... Aber da kommen manche Let's Player sowieso auch mehr aus sich heraus als andere. Einige sagen eben nur spielbezogene Dinge. Andere erzählen so ihre halbe Lebensgeschichte und fühlen sich irgendwie dabei ganz toll. Ich erzähle... Nicht wirklich meine Lebensgeschichte, aber auch ein bisschen was anderes. Halt, Moment. Fällt mir erst das auf. Shuriken! Ich bin so doof. Warum habe ich das nicht gesehen? Warum nur? Warum? Ich weiß es nicht genau. Ich gehe jetzt hier richtig, oder? Glaube ich. Weil eigentlich müsste... Hier hinter? Nee. Nee, hier könnte es ja gar nicht sein. Unter dem Raum... Unter dem Raum ist schon richtig, ja, aber, nee. Wenn ich jetzt rechts lang gehe, komme ich nicht raus, oder? Hier war eine Sackgasse. Ich fürchte es ja fast. Ich habe mich gerade so ein ganz klein bisschen getäuscht. Fürchte ich. Ja. Ich habe mich vollkommen getäuscht. Oder täuschen lassen. Von der Perspektive her. Den Raum hier hatte ich, also, ich muss ins Kolosseum. Es war der Gang, wo ich geguckt hatte. Aber warum habe ich... Ich war zu doof oder zu blind oder irgendwie sowas. Irgendwas hat da nicht so ganz gepasst. Aber eigentlich müsste das ja auch funktionieren, wenn ich die ganze Zeit als Giftgaswolke dann am Boden entlang schramme. Dann müsste ich ja ohne Probleme den geheimen Durchgang auch aufdecken können. Das sollte zumindest einigermaßen hinhauen. Ja. Ich erzähle nicht wirklich meine Lebensgeschichte. Nein, das ist so... bisschen was ab und zu ja, ein bisschen was ab und zu auch eher nein. Und es ist... Wie gesagt... Soll jeder so gestalten, wie er will. So ein Let's Play ist ja auch etwas sehr Persönliches. Also, man erfährt ja über kurz oder lang dann doch ein bisschen was von dem Menschen. Und selbst wenn er nicht so viel über sich redet, also ein bisschen was bleibt ja doch immer hängen. Bops, 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 bops. Und oftmals ist es vielleicht nicht mal schön, was man so erfährt. Ja, und dann fragt man sich so, Mensch... Leben solche Leute wirklich in meiner Nachbarschaft und nehmen unter Umständen auch Let's Plays auf? Das ist ja, widerlicher Gedanke. Tja, unter Umständen. Vielleicht seid ihr Nachbarn vom Hering und wisst es überhaupt nicht. Tja, schon mal darüber nachgedacht? Erschreckend, oder? Wenn man so sich das mal vor Augen führt. Ich hoffe, ich gehe richtig. Doch, ich gehe richtig. Habe ich noch irgendwo was? Ja, genau. Ich habe noch eine, ich sehe noch eine kahle Stelle auf dem Bildschirm. Wo ich dann auch gleich nochmal hingehen müsste. Schnups. Aber das könnte ich dann entweder zusammen mit der Stoppuhr machen oder ich weiß noch nicht. So, hier unten war der eine Gang. Hier oben war ja nichts, ne? Nee. Dass hier irgendwie der Durchgang war zum Raum meiner Träume. Nee. Das war ziemlich sicher vom Kolosseum aus. Ich bin doch nicht vollkommen bekloppt, mein Gott. Ich weiß doch noch, was ich hier spiele. Ah, da, 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 da. Wollen wir den Hering überhaupt in der Nachbarschaft haben? Ich habe immer drüber nachgedacht, wenn ich mal umziehen sollte oder so, ne? In ein kleineres Häuschen. In ein vielleicht nicht mehr ganz so anonymeres Häuschen. Weil, also die Bude, in der ich hier wohne, das ist ein
großes Apartmentgebäude. Sprich, hier leben schätzungsweise 50 bis 100 Leute irgendwie so drin und halt alles Einraumwohnungen und ja, ne? Man hat zwar Nachbarn, man registriert diese Nachbarn auch ab und zu gerne mal, wenn sie laute Partys feiern oder ähnliches, aber ja, man sagt sich aus dem Flur vielleicht auch mal Hallo und dergleichen und manche sieht man auch ein bisschen häufiger als andere und dann ist das ganz okay, aber ist jetzt nicht so, ne? Unterm Strich ist eben doch alles relativ anonym. Ich find's auf eine gewisse Art und Weise auch okay, weil ich jetzt nicht so der Typ bin, der auf Du und Du mit seinem Nachbar sein muss. Ich bin eigentlich am, oder beziehungsweise mir ist es eigentlich fast am liebsten, wenn ich irgendwie meine Ruhe habe und mich dann auch vor etwaigen Nachbarn vor nichts rechtfertigen muss und dementsprechend, das ist schon einigermaßen okay, aber gut. Ich hab mir halt immer gedacht, wie das unter Umständen mal ist, ja, wenn ich irgendwo mal hinziehen sollte, wo es dann eben nicht mehr so der Fall ist. Ob mir das dann auch gefallen würde. Ob ich meinen Nachbarn das dann irgendwie so ankündigen müsste, dass ich irgendwie, ja, hallo, ich mache da so ein paar Dinge im Internet und so und das erfordert auch ab und zu, dass ich längere Zeit mit mir selber quatsche und dabei bin ich vielleicht ab und zu auch mal mehr oder weniger laut, wenn ich jetzt mal gewisse Dinge eben ansprechend vertonen muss oder so. Ja, das ist halt so ein bisschen schwierig. Weiß ich halt nicht. So. Im Idealfall sollte ich mir meine Wohnung natürlich auch diesbezüglich so ein ganz klein bisschen aussuchen. Sprich, dass ich dann irgendwie eine Wohnung bekomme, wo die Wände genug Lärmschutzdämmung einfach haben, so dass man dann nicht anderen Leuten auf den Wecker geht. So, jetzt müssen wir uns kurz umgucken. Ich will hier runtergehen. Ich will hier runtergehen und ich will in genau diesem Raum hier irgendwo meinen Durchgang finden. Mein Durchgang, mein Durchgang, mein Durchgang, mein Durchgang. Irgendwo. Es muss doch hier irgendwo sein, oder? Ich kann mich da nicht so vollkommen irren. Ich hoffe nicht. Schnups, schnups. Sonst muss ich gleich doch nochmal woanders gucken. Oder irgendwie anders gucken, oder? Aber. Ich weiß es doch nicht. Vielleicht gibt es den Raum aber auch gar nicht. Ah. Bundesstein. Was? Was bitte ist ein Bundesstein? Da ist es! Da ist er! Ich hab's nur nicht gefunden vorhin! Ich bin so ein Honk. Weil es nur so eine kleine Passage war. Ich bin wahrscheinlich immer an dem verdammten Zornpanzer, an dem verdammten dummen Stein vorbeigehüpft. Es tut mir in der Seele leid, dass ich euch das Ganze jetzt so, ja, dass ich das Ganze so vermurkst habe, dass ich jetzt gewissermaßen nochmal hierher musste. Aber okay, war dann halt so. Konnte ich in dem Moment nicht ändern. Okay, Zornpanzer, können wir nochmal kurz gucken, aber auch der wird irgendwie schwächer sein als meine Laufrüstung. Joa. Verteidigung erhöht sich durch Schäden. Ach so. Das ist mal eine interessante... Erhöht sogar meinen Angriff. Warum auch immer. Das ist mal eine interessante Rüstung. Die hätte ich mal vorher finden müssen. Weil... Und dann ab und zu einfach mal treffen lassen und so von Gegnern. Dann könnte man die bestimmt noch höher pushen als die Laufrüstung. Logisch, weil mittlerweile habe ich ja so ziemlich fast alles hier aufgedeckt. Fast alles. Wie gesagt, ein kleiner Schnupsfleck fällt mir jetzt noch auf, aber gut. Das ist jetzt auch nur noch reine Formsache und danach muss ich mir nur noch überlegen... Ich habe jetzt lange keine Stoppuhr mehr gesehen. Muss ich mir nur noch überlegen, wo ich eben eine Stoppuhr herbekomme. Das wird doch aber hoffentlich nicht so das Problem sein. Ja, ja, ja. Kleiner süßer Werwolf. Ja, ich weiß, ihr seid schnell. Ja, ich weiß, ihr freut euch. Tralalalala. Du. Zack. 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 War auch eine Diskussion gestern, die ich in einem Let's Play Forum gelesen hatte. So nach dem Motto, ich fand die Fragestellung eigentlich irgendwie süß, aber egal. Jetzt habe ich eine Stoppuhr. Ach, perfekt. Oh, ist das schön. So, die Fragestellung fand ich irgendwie süß. So nach dem Motto, würdet ihr als Let's Player irgendwie, ja, bei eurem Arbeitgeber, die, also euer Hobby, sprich das Let's Playen, angeben? Im Vorfeld, in eurer Bewerbung meinetwegen oder so, ja. Manche Leute schreiben ja in ihre Bewerbungen ihre Hobbys rein. Ist prinzipiell auch eine gute Idee, aber eigentlich auch nur, wenn eure Hobbys so einigermaßen etwas mit eurem Beruf zu tun haben könnten. Ja, weil ansonsten... Weil ansonsten... Wusste ich gar nicht mehr, dass hier noch was war. Interessant. Ansonsten interessiert das den Arbeitgeber jetzt relativ herzlich wenig. Also, die meisten Arbeitgeber. Gibt vielleicht einige Hardor-Schwert.
Opal. Gibt vielleicht einige Arbeitgeber, die das anders sehen oder so, aber... Ja, ich sag mal, die meisten... Ich glaube, die meisten Arbeitgebern ist wirklich relativ egal, was ihr in eurer Freizeit macht. Dab, da, dab, da, dab. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, dann sind das sehr seltsame Arbeitgeber, die ihr habt. Erbstück aus dem Hause Hador. Vielleicht seid ihr dann aber auch auf Du und Du mit eurem Arbeitgeber, aber... Ist halt auch so die andere Sache. Das ist so eine Distanz, die ich eigentlich... Wo ich eigentlich ganz froh bin, dass ich das noch einigermaßen wahren kann. Ich meine, ich arbeite in einem relativ kleinen Betrieb, in einem Familienbetrieb und, da geht es schon relativ, ja, also ich will nicht sagen gemütlich zu, ne, aber es ist okay, gut, man weiß, was man voneinander zu erwarten hat, so ungefähr, und es ist vollkommen in Ordnung. Man ist eben auch nicht so anonym. Das ist ja, stelle ich mir ganz schrecklich vielleicht in etwaigen Großkonzernen oder ähnlichem vor, wo man vielleicht auch ein bisschen mehr verdient oder so, aber dann eben diese herzliche, klingt total doof, aber diese Atmosphäre einfach nicht so hat. Das ist schon irgendwie bei einem kleineren Arbeitgeber ein bisschen anders. Aha! Lass mich raten, weil ich wirklich alle Teile von Vlad eingesammelt habe, oder? Deswegen geht jetzt... Ja. Deswegen geht das Tor dort jetzt auf. Schnu, 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 schnu. Ja. Ich wollte gerade sagen, waren das nicht langsam mal genug Schläge? Irgendwie? Ich glaube ja schon. Genug Glockenschläge. So.